Sobald man zahlt an die Geräte zu Hause. Jetzt sind wir hier auf dem Stand von Leupold. Neben mir steht der Fabian Schöne aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Landsmann. Fabian, was gibt's denn bei euch Neues? Ja, auch von mir erstmal herzlich willkommen hier auf der Jagd und Hund in Dortmund 2019. Wir haben heute mal unser Leupold VX5 HD rausgesucht. Und zwar in diesem Fall ein universelles Glas. Ein 2,5 bis 10 x 42. Kann man im Prinzip von der Drückjagd, Pirsch bis zum Abendansitz in der Dämmerung oder bei gutem Mond nutzen. Serienmäßig natürlich alles mit Leuchtpunkt und inklusive einer Absehenschnellverstellung. Das Ganze UVP für 1.149 Euro. Ja, da sieht man es nochmal. Tippitoppi, also eigentlich ein super Preis. Die Modelle VX5 HD haben wir auch als 1 bis 5 x 24 in der Drückjagdversion hier bei uns am Stand und als 3 bis 15 x 56 für denjenigen, der meint, er muss auch beim letzten Licht noch der Sau oder dem Fuchs hinterherkriechen. Auch da haben wir im Prinzip was Passendes am Start. Das hört sich ja schon mal ganz gut an, aber es gibt noch was anderes und das liegt schon hier hinter uns. Ja, und zwar... Geht weiter. Sehr, sehr cool. Aus das ist jetzt Hause, was Neues. Was ganz Neues. Aus dem Hause Savage aus Amerika. Mal schön ein bisschen hochhalten, damit die Leute das sehen. Nee, wir haben müssen mal so rum. Ja, komm mal mit zu mir. Genau, so, genau. Kommen wir weiter rum. Ja, genau, perfekt. Wunderbar. Hier haben wir ein ganz neues Modell, eine Savage 110. Und die zeichnet sich nicht nur durch die altbewährten und bekannten Features der Savage-Gewehre aus, sondern zusätzlich haben wir hier einen Synthetikschaft mit veränderten Griff- und Grip-Modulen und richtig cooles Highlight, wir haben höhenverstellbare Schaftbacken und längenverstellbare Schaftkappe. Das heißt, hier sind serienmäßig bei allen 110 Modellen mit Akkufit sind serienmäßig vier verschiedene Schaftrücken, Höhen verfügbar und natürlich im Lieferumfang mit dabei und zusätzlich vier verschiedene Schaftverlängerungen. Das heißt, man kann die Waffe individuell einstellen von... Lass dich jetzt nicht durcheinander bringen, nein. Weil ich jetzt gerade anfange zu lachen, der ja. Mr. Kevin ist da. Das ist hier, moin Kevin, schöne Grüße vom Huff. Okay, lass dich nicht durcheinander bringen. Genau, kein Problem. Und wie gesagt, vier Varianten in der Verlängerung, vier in der Höhe. Ist halt richtig cool, du hast eine Waffe und kannst halt... Hast eine Waffe und kannst die halt einfach ideal, egal ob Sommer oder Winter, hast eine dünne Jacke oder gehst im Sommer mit dem Shirt jagen oder halt im Winter mit der dicken Jacke, verkürzt das Ganze. Der eine braucht 37,5 cm Schaftlänge, der andere braucht 41, von daher mega universell und zum Abschluss ganz wichtig. Ganz wichtig, der Preis ist in Deutschland UVP 1249 Euro. Hier steht aber nur 1124. Geil, dann habe ich euch angelogen. Hier steht 1249 Euro. Das kann aber auch sein, dass das jetzt nur ein Messepreis ist, weil hier steht, du hast recht, 1249. Genau, das ist der, richtig, entschuldige bitte. Ne, für dieses Modell Pro Hunter haben wir halt die Messeaktion statt 1249 für 1124. Also vorbeikommen, bis zum Ende der Woche, bis zum Sonntag. Bis genau, bisschen Spielgeld einpacken und dann... Jagdschein, WBK, wie auch immer und dann ab dafür. Weidmannsheil und schöne Grüße ans Haff.